heiße Liu. Ich komme aus China. Ich wollte heute ein chinesisch geheimliches Rezept zeigen, wie man süß-sauer Knoblauch machen. Das ist ein sehr, sehr gesundes, altes Rezept. Die Chinesen haben die schon viele, viele Jahre bekannt, das gegessen und es schmeckt auch sehr gut. Wie macht man das? Heute, ich zeige euch. Ich habe vorher die Knoblauch, frisch Knoblauch, ja, das ist gerade vom Garten ausgegrabene Knoblauch. Das ist, je frisch, desto besser. Und habe ich sortiert, sauber gemacht und ich nehme ein sauberes Tuch und lassen das diese Knoblauch noch ein bisschen trocknen, weil gerade frisch gewaschen. Noch ein bisschen Wasser drauf und versuche ich mit diesem trockenen Tuch ein bisschen sauber machen, dass die nicht zu viel Wasser. Okay, ich denke, sieht schon sehr gut aus. Und dann nehme ich so ein Glas, das wir in Deutschland alle kennen. Solche Glas kann man dicht machen. Ich lasse einfach die Knoblauch in der Glas rein. Die Chinesen interessiert sehr viel jahrelang für die Gesundheit. Die Knoblauch ist zurzeit sehr gut für gegen Virus, ne, Coronavirus. Diese Knoblauch ist schon beweisen, sehr gute Wirkung machen, töten viele Bakterien und Virus. Deswegen, wenn man ein bisschen mehr Knoblauch essen, ist auch sehr gesund. Okay, dann ne, das ist ungefähr halber Liter. Und dann nehme ich eine Balsamico, ist Essig, ja. Das ist diese Balsamico ist gibt es in Deutschland viele verschiedene Markt, aber ich esse sehr gerne diese Sorte. Einfach in diese Glas einfüllen. Bis die Knoblauch alle in den Essig rein, ja? Okay. Dann ich nehme noch die Zucker. Die Zucker ist normalerweise so viel wie die Hälfte mit wie die Essig, ja? Das brauche ich nicht ganz genau. Die Hälfte reicht schon. Das noch ein bisschen rein. Und dann machen wir die Decke zu und warten eine Woche. Dann diese Knoblauch werde grünfarbe geworden und ein bisschen süß-sauer, schmeckt sehr lecker und auch sehr, sehr gesund für unsere Gesundheit. Das ist ein sehr gutes Rezept. Probier mal. Dankeschön. Tschüss.